Enorm gestiegen ist auf dem Weltmarkt die Bedeutung von Stroh und Heu als Handelsware, insbesondere hinsichtlich der industriellen Verwertung des Strohs. Diesem internationalen Trend folgend ist der Bedarf an Großballenpressen zur Herstellung quaderförmiger Ballen beträchtlich angewachsen. Voll auf dieser Linie liegt das neueste Erzeugnis von Fortschritt Erntemaschinen GmbH Neustadt in Sachsen, die Großballenpresse 4550. Mit ihr werden neue Maßstäbe für die vollständig mechanisierte Technologie der Bergung und Lagerung gesetzt. Machen wir uns zunächst mit einigen wichtigen Parametern vertraut. Das Aggregat ist eine Geradschubkolbenpresse. Als Anhängegerät für Traktoren der Leistungsklassen ab 73 kW dient es zum Sammeln, Pressen und Binden von Stroh und Heu. Weitere Parameter sind Zapfwellendrehzahl 1000 Umdrehungen pro Minute. Aufnahmebreite 2,18 Meter. Serienbereifung 18-20, Reifeninnendruck 225 kPa oder Zwillingsbereifung 12,5-20, Reifeninnendruck 160 kPa. Beiderseitig unsymmetrisch angeordnete Bindegarnbehälter haben eine Kapazität von 20 Bindegarnrollen. Fünf Bindeapparate des bewährten D-Ring-Systems gewährleisten höchste Bindesicherheit. Die exakt geformten Hochdruckballen besitzen folgende Maße: Breite 1,20 Meter, Höhe 0,85 Meter, Länge 1 bis 2,50 Meter, stufenlos variabel. Betrachten wir kurz die Arbeitsweise der Großballenpresse 4550. Gegenüber der konventionellen Technologie werden vielfältige Vorteile deutlich. So die hohe Durchsatzleistung bei der Bergung auf dem Feld. Hier die agrotechnischen Einsatzkennwerte im Stroh. Nenndurchsatz bis 25 Tonnen pro Stunde. Flächenleistung bis 3,27 Hektar pro Stunde. Bindegarnverbrauch 0,6 bis 0,7 Kilogramm pro Tonne. Ein weiterer Vorzug sind die hohen Pressdichten. Bei Ausnutzung der möglichen Ballendichten ist mit folgenden Ballenmassen zu rechnen. Bei Stroh bis zu 360 Kilogramm und bei Heu bis zu 490 Kilogramm. Mit dieser für den Transport günstigen Ballenlänge von 2,20 Meter ergeben sich bei einem Strohertrag von 40 Dezitonnen pro Hektar nur noch ca. 11 Ballen je Hektar. Dadurch wird bei Transport und Lagerung eine optimale, annähernd hohlraumfreie Stapelung erreicht. Mit der Teilung der Prozesse Pressen und Transport entfällt die Bindung der Transportmittel an die Presse. Auf diese Weise verringern sich die Verfahrenskosten insgesamt um ca. 30%. Die Großballenpresse 4550 von Fortschritt Erntemaschinen GmbH Neustadt in Sachsen ist somit Garant für eine durchgängig vollmechanisierte Ernte von trockenem Stroh, vorzugsweise für die Fütterung, aber auch von gleichmäßig trockenem Dürrheu.